das Vergehen ist einfach zu niedrig, wie man, würde man, in, ja, sagt man einfach so. Also, da lohnt sich ja, kein Gerichtsaufwand, weißt du? Das ist ja noch weniger schlimm. Ja, ich habe ja nicht gesagt, dass er, ich finde es auch nicht schlimm, dass er das streamt, aber ich würde mir so denken, wenn man sowas macht, dann nehme ich doch lieber ein staatlich gesichertes und geprüftes Online-Casino, wo ich auch hundertprozentig meinen Gewinn bekomme. Weil wen willst du verklagen, wenn du deinen Gewinn nicht bekommst, weißt du? Du kannst ja nicht ein illegales Casino verklagen vom deutschen Gerichtshof, weil du dein Geld nicht bekommen hast. Und du investierst ja in diesem auch noch Geld rein. Also. Ja, also, ich, das ist einfach nur meine Meinung. Gut. Ja, aber ich würde nicht, würd nicht alles glauben, was man irgendwo aufschnappt. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass es. Na, das hat ja nicht er selber erzählt, sondern das hat ja ein Anwalt erzählt. Anwalt? Jeder kann sich im Internet als Anwalt ausgeben. Dann kannst du ja mal das Video suchen und dann siehst du, dass es auch ein Anwalt war. Wer hat einen eigenen Anwalt-Kanal? Ja gut, jeder kann auch einen Anwalt-Kanal aufmachen. Ich kann auch sagen, ich bin Anwalt Nietzsche oder was weiß ich. Nein, google doch einfach mal den Anwalt. Ich habe den Namen zwar vergessen, aber google doch den einfach. Der hat auch eine Kanzlei. Und eine Kanzlei darfst du nicht einfach öffnen ohne eine Anwaltslizenz. Aber ich will mich da jetzt auch nicht, also ich kann es verstehen, dass du Montana Black verteidigst, ja. Ich finde es einfach nur, ganz ehrlich, da wollen einfach wieder bestimmte YouTuber, Abstand zum Auto vor dir beträgt 20,5 Sekunden. Unnötig Stress produzieren, muss ich sagen. Ich finde es auch echt unnötig, also von den YouTuber, die ich erzählt habe, dass er, was ist denn hier los? Wow. Digga, was war das? Habt ihr das gerade gesehen? Da stand einer quer in der Box und der war nicht unsichtbar. Also da stand einer quer auf der Fahrbahn, der war nicht unsichtbar. Wenn ich in ihn reingefahren war, mein kompletter Frontflügel weg gewesen. Das wäre nicht so leicht. Ja. Sag mal, was muss ich machen, wenn bei dem Pferdeleben da mir die ganze Zeit so eine Bürste angezeigt wird? Also ich kann irgendwie Bürsten nicht auswählen oder sowas. Ja, das habe ich auch nicht herausgefunden. Ich weiß nicht, was man da machen muss. Wahrscheinlich musst du dazu so zum Stall gehen oder so. Weißt du, und dein Pferd da einmal komplett pflegen. Ach, mein Pferd braucht keine Pflege. Ich weiß auch nicht, ob das Pferd, wenn man das nicht pflegt, irgendwann stirbt. Vielleicht kriegt es dann Malaria oder sowas. Malaria. Dann kannst du daraus Pferdelasagne machen, wa? Ja, naja, zum Beispiel. Dein Frontflügel hat etwas abbekommen. Scheint nur geringfügig zu sein, aber geh es etwas ruhiger an, um das Problem nicht zu verschlimmern. Hast du Malaria, dann esse Pferde. So Leute, 15 Runden haben wir schon überlebt hier. Ey! Läuft. Das ist mein neuer Rekord. Jetzt müssen wir nur noch 5 Runden überleben. Und dann haben wir die Punkte sicher. Also dann sind wir zumindest in den Punkten. Wie viele Punkte? Steht ja auch noch nicht fest. Wir sind 8er. Ich glaube, es wären 3 Punkte. Ne, 2. Ne, 3. 3 Punkte. Unser Abstand zum Auto vor uns beträgt 26,1 Sekunden. Oh, 26,1 Sekunden. Ich frag mich, dass ich Monaco überlebe und den ganzen Rest nicht. Das ist echt. Also Monaco ist die schwierigste Strecke in Formel 1, finde ich. Und die fahre ich einfach butterweich durch. Okay, ich war jetzt zweimal in der Box, weil ich meinen Frontflügel kaputt gemacht habe. Aber trotzdem. Warum? Warum passiert mir das nicht in Spanien, dass ich da butterweich durchkomme und Punkte hole? Warum passiert mir das nicht in Japan, hä? Das fragen wir uns alle. So.
Klasse Manöver. Bei dir sieht das so einfach aus. Einfach vorbeigelassen hier. Da sind wir wieder Siebter. Das realisiere ich jetzt erst, dass wir wieder Siebter sind. Meine Nummer ist geplant. Du sagst, ein bisschen Immobilien, kein Fan. Oh. Ja, John, was gibt es sonst Neues aus deiner Gaming oder aus deinem Leben? Ich war heute mit Jonas im Shisha-Café. Mit Jonas? Und Lukas. Was habt ihr denn im Shisha-Café gemacht? Dass Jonas mal in Shisha-Café geht, das hätte ich ja nie gedacht. Ja, er hat nur Kaffee halt getrunken. Nur Kaffee. Kaffee, Hunger auf Kaffee. So, warte mal. Ich suche jetzt den komischen Anwalt. Also, so, wenn ich Casino illegal als Suchbegriff eingeben will, gibt es gar keinen Vorschlag. Also, es scheint keiner. Kanzlei WBS. Montana Black begeht Straftat. Ja, genau, das ist er. Okay, ich mute mich mal ganz kurz. Ja, dann mach das. Ja, bis jetzt läuft das Rennen relativ gut. Da mussten wir jetzt den siebten Platz vorbeilassen. Ich wollte jetzt nicht mein Auto da noch unnötig wegschmeißen, weil ich einfach zu riskant fahre. Also haben wir einen kaputten Frontflügel und deswegen müssen wir den da auch vorbeilassen. Ich wollte ihn eigentlich nicht auf der Gerade vorbeilassen. In etwa 10 Minuten ist Regen. Was? 10 Minuten Regen? What the fuck? Alles klar. Achtung. Oh, was ist denn da passiert? Oh, das sah nicht gut aus. Safety Car bitte! Safety Car! Grüne Flagge. Du hast für den Vorfall vorhin eine Zeitstrafe erhalten. Och Mann, ey, das war doch nichts. Na Leute, jetzt sind wir Siebter. Ne, immer noch Achter, lol. Ganz überrundet, der Junge, der da rausgeflogen ist. Wieder eine Verwarnung bekommen. Nicht gut, nicht gut. So, jetzt sind wir in der Box.
Neuer Frontflügel ist dran, rote Reifen, Platz 7, sind wir jetzt. Los, los, los! Und wir haben freie Fahrt. Gib jetzt Gas, die Reifen sollten schließlich ein bisschen warm werden. Blaue Flagge. So. Zwanzigste Runde, Leute. Und damit haben wir die Punkte hier schon mal sicher. Siebter Platz. Weiß, vielleicht gibt es ja noch mal einen Ausfall hier von ein oder anderen. Mal schauen. Ja, Teamkollege in der Box, habe ich verstanden. Kommen wir dann nochmal auf Platz 6 sogar. Die Batterie ist fast leer. Wenn wir den ERS-Einsatz runterdrehen, gewinnen wir mehr Energie zurück. Hey, Geronimo. Hey, Geronimo. Dir beträgt 36,7 Sekunden. Fahren wir mal ein paar schnelle Runden, und solange die Reifen noch im grünen Bereich sind hier. Probier jetzt auch mit den Reifen hier durchzufahren. Mich nochmal in die Box zu fahren. Sollte eigentlich machbar sein. Alter. Mist. 6 Sekunden. Ich muss sagen, als ich hier so ein Trainingsrennen gemacht habe, da hatte ich 21 am Ende. 6 Sekunden geht also eigentlich noch. 15 besser als letzte Mal. Allgemein ist das Rennen bis jetzt relativ gut verlaufen. Abstand zum Auto vor dir beträgt 32,0 Sekunden. Na, ich bin mal 5 Sekunden rausgefahren. Ich weiß gar nicht, wie lange ein Boxenstopp ungefähr hier dauert. Auf jeden Fall können wir dadurch anschließen. Also ein bisschen Abstand verringern. Die Batterie ist gut geladen. Erhöhen wir den ERS-Einsatz. Kann ich jetzt auf einer Geraden machen.
So. Oh, jetzt müssen wir auf Hotlap stellen. Jetzt muss ich langsam auf Fett wieder auf Standard stellen. Fahrer hinter mir. Der Abstand beträgt weniger als eine Sekunde. Sie fahren mit 9 ultraweichen Reifen. Die letzte Rundenzeit lag bei 1,44,6. Der Wagen hat eine Zeitstrafe von 12,0. Gut. Also 6 Sekunden haben wir und der 12,0. Könnte natürlich auch noch mehr werden. Also wie ich das verstanden habe. Also wir sind jetzt wieder beim Thema Montana Black für die Zuschauer, damit ihr Bescheid wisst. Genau. Wäre das an sich illegal. Allerdings ist in Deutschland das Benutzen von diesen ganzen Casino-Dingern da geregelt. Also der Anwalt hat schon mal gar nichts im Video gesagt von damit, dass man seine Gewinne nicht bekommt oder dass die Steuern hinterziehen. Das war ja nicht das dieses Video, das war ja das andere. Der hat am Ende einen YouTuber gesagt, der das ausführlicher besprochen hat. Oh, ganz bis zum Ende habe ich es mir jetzt nicht angehört. So. Ja, das war ein ganz anderer YouTuber. Ich kann dir nachher mal den Link auf jeden Fall senden. Aber zum Beispiel das mit der Internetwerbung für Casinos ist schon mal kompletter Schwachsinn, denn wenn du ins Internet gehst, siehst du so viele Casino. Ja, die sind alle staatlich geprüft. Die meisten sind staatlich geprüft und die haben auch ein Siegel. Darum geht's ja. Viele, zum Beispiel bei ProSieben siehst du doch auch immer online Casino-Werbung. Sie sind alle staatlich geprüft. Sonst dürfen die ja keine Werbung machen. Naja,